Würde mich nicht wirklich wundern, wenn in den letzten Tagen der Konsum von irgendwelchen Wachmachern deutlich zugenommen hätte. Die Wall Street in einer totalen Lethargie, Umsätze minimal. Kein Wunder, dass gestern AMC, diese großartige Aktie, die meistgehandelte Aktie der Welt gestern gewesen ist. Das sagt schon alles, die Bewertungen sagen alles dazu gleich mehr. Aber heute könnte es echt interessant werden, denn heute könnte die Wall Street aus ihrer Lethargie gerissen werden. Es kommen die PCE-Verbraucherpreise, die sind sehr, sehr wichtig. Die sind die wichtigste Inflationskennzahl für die Fed. Das hat sie mehrfach und immer wieder gesagt. Und da werden die Märkte sehr genau hinschauen. Da könnte nochmal richtig Action reinkommen. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die Erwartung für diese PCE-Verbraucherpreise ist. PCE heißt der Personal Consumption Expenditure. Diese Daten werden nur in der Kernrate berechnet, also ohne Nahrung und Energie. Die Erwartung ist zum Vormonat 0,6%, ein Anstieg zum Vormonat in der Kernrate 0,6%. Klingt wenig, ist aber historisch gesehen oder wäre historisch gesehen sehr, sehr viel. Die Daten sind aus dem April. Und zum Vorjahresmonat um 2,9%. Hier sehen wir die letzten Daten, die hier reingekommen sind. Da ist also hier nochmal eine weitere Steigerung, wäre da drin. 14:30 kommen die Daten bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Das wird die Märkte heute bewegen. 2,9%. So würde das dann aussehen. Das wäre dann mit Abstand die höchste Zahl oder wäre die höchste Zahl der letzten Jahrzehnte. Also historisch wäre das natürlich schon etwas Besonderes. Klar, es gibt den Basiseffekt, also den Vergleich zum Vorjahresmonat. Vorjahresmonat war Corona-Krise, erste Welle, alles abgestürzt. Okay, aber eben der Anstieg zum Vormonat auch mit plus 0,6% und hier auch Forex Live. Die schreiben hier, das könnte die Märkte ganz schön rippeln, also schütteln, durcheinander wirbeln. Da könnte durchaus was passieren. Und wenn wir uns mal die Daten der letzten Zeit anschauen, nämlich die Inflationsdaten auf der einen Seite und die Industriedaten auf der anderen Seite, die einen gemessen von der Citigroup, City Surprise, Inflation Index, der ist massiv nach oben gegangen und der von Bloomberg ermittelte Industrial Surprise Index, also kommen die Daten aus der Industrie besser oder schlechter rein, der geht nach unten und dementsprechend sprechen manche schon von Stagflation, also Inflation bei gleichzeitig stagnierender Wirtschaft. Mal sehen, ob es so kommt, aber diese Gefahr besteht eben. Vorhin haben wir Daten gesehen aus Deutschland, die Importpreise zum Vorjahresmonat um 10,3% gestiegen. Auch hier der Basiseffekt natürlich sehr, sehr wichtig, aber wir sehen, wie steil diese Kurven hier nach oben gehen. Also da ist durchaus ein gewisser Preisdruck erkennbar. Und darauf reagiert jetzt auch Janet Yellen, die US-Finanzministerin, die gesagt hat, das mit der Inflation, da haben wir ja ursprünglich gedacht, das geht ganz schnell vorbei, aber wahrscheinlich wird es das ganze Jahr 2021 andauern, entgegen unserer ursprünglichen Erwartung. Also hier die erste offizielle Ankündigung, wenn man so will, dass dieses Transitory doch ein bisschen länger Transitory ist, also vorübergehend, ist natürlich eine Frage der Definition. Wir haben dann vielleicht ein Jahrzehnt vorübergehend Inflation, so meint vielleicht Janet Yellen. Nein, sie sagt zumindest, ja okay, wir haben wohl dieses Jahr nach wie vor mit dieser ganzen Geschichte zu kämpfen. Und Inflation ist das zentrale Thema für die Märkte, denn es bedeutet, die Fed müsste vielleicht reagieren, andere Notenbanken müssten reagieren, den Fuß von der Bremse nehmen. Und genau das ist die Sorge. Wir sehen, dass Inflation weiter zunimmt, auch wieder im Containerbereich. Container-Shipping, zum Beispiel Shanghai nach Rotterdam mit neuem Allzeithoch, ein Container knapp über $10.000. Da gab es kurzfristig einen Rücksetzer. Jetzt gehen die Kosten wieder nach oben. Und die Fed, die macht schon ein bisschen Tapering, wenn man so will. Sie entzieht nämlich ihre Bilanzwerte, Assets, indem sie die gekauften Staatsanleihen im Rahmen des QE in diesen Reverse Repos wieder an den Markt zurückgibt. Gestern $485 Milliarden. Das war ein Höchstwert. Es wird immer mehr, wie es aussieht. Das QE geht schon weiter. Aber letztendlich hat man alleine gestern praktische 4 Monate von QE, könnte man sagen, egalisiert durch diese Aktion. Es ist eine crazy situation für die Fed, das sagt Wolf Richter von Wolf of Wall Street. Man ist in einem Liquiditätstsunami
Die Banken haben offenkundig zu viel Liquidität, aber zu wenig Collateral, also zu wenig Sicherheiten, zum Beispiel in Gestalt von Staatsanleihen. Das nur nebenbei. Kommen wir zu den Märkten, wie sie gestern gelaufen sind. Der VIX wieder unter Druck. Wir sind unter die Marke von 17 gefallen, obwohl sich die Aktienmärkte, zum Beispiel S&P, kaum bewegt haben. Plus 0,12%, Nasdaq minus 0,01%, nur der Dow etwas stärker im Plus. Und vor allem die Small Caps, das lag vor allem an AMC, dazu gleich mehr. Wir sehen Industrial Financials, Materials, also diese Reopening Stories, die haben gestern zulegen können. Die Renditen für Staatsanleihen sind gestiegen. Bidens Infrastrukturprogramm war eines der großen Themen gestern. Ja, AMC, die meistgehandelte Aktie gestern weltweit mit einem Umsatz von 13 Milliarden. Das ist mehr als Tesla, und in Tesla wird normalerweise ziemlich viel gehandelt. Mehr als Nvidia, mehr als Apple, mehr als Amazon, Boeing, Facebook. Also man sieht, da ist richtig was los. AMC hat dieser Kinobetreiber, wenn man so will, der kürzlich ja durchaus Probleme hatte, möglicherweise kurz vor der Insolvenz stand. Wir sehen hier unten mal GameStop und AMC. GameStop vorgestern massiv gestiegen, gestern allerdings nicht, aber AMC. Zwischenzeitlich, glaube ich, um 40% gestiegen, dann um 26% am Ende rausgekommen. Wir sehen, wir hatten ja schon mal hier Anfang des Jahres diesen Spike nach oben, diese Meme-Stocks. Dann hat sich das Ganze beruhigt und jetzt seit kurzem geht es wieder los, gerade bei AMC geht es jetzt wieder los. Wir sehen oben hier Most Shorted Stocks. Das begann am 26. Mai, plumps, plötzlich geht es los. Da hat sich fundamental wahrscheinlich an der Situation von AMC sehr vieles verändert an diesem Tag, würde ich vermuten. Call Option Volume war ja zuletzt rückläufig. Es gab eine Zeit, da hat jeder, der nicht auf den Baum kam, Call Optionen gehandelt in den USA mit einem massiven Anstieg der Volumina. Die sind immer noch sehr hoch, aber deutlich zurückgegangen. Aber jetzt offenkundig werden nochmal über Optionen die Kurse von AMC nach oben geprügelt. Da sind wahrscheinlich Hedge Funds short. Die werden da sozusagen gesqueezed. Und wir haben jetzt AMC mit einer Bewertung des zehnfachen Umsatzes pro Jahr. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber da ist ja nicht eingerechnet die Kosten, die ein Unternehmen hat für Angestellte, für Material, um überhaupt an den Start gehen zu können. Keine Steuern sind eingerechnet, keine Investitionen, die ein Unternehmen tätigen muss. Also wir sehen hier, wie krass die Bewertung hier nach oben gegangen ist. Das hat natürlich fundamental überhaupt keinen Sinn, wie GameStop fundamental überhaupt keinen Sinn macht, die Kursbewertung. Aber es ist möglich, hier sehen wir mal, jetzt ist AMC über 10 Milliarden Dollar wert. Und das, nachdem die Umsätze im letzten Jahr um 90% eingebrochen sind. Klar, Corona-Krise, das dürfte jetzt besser werden. Aber wenn wir uns mal die Geschichte vor der Corona-Krise anschauen, dann war die Marktkapitalisierung im Hoch bei 5 Milliarden Dollar. Und jetzt zu erwarten, dass alles viel besser wird als vor der Corona-Krise, wo die Verschuldung des Unternehmens so massiv gestiegen ist, das halte ich für ein bisschen was schwierig. Kürzlich hatte AMC eine Kapitalerhöhung gemacht zu einem Kurs von 9 Dollar und ein paar zerquetschten. Jetzt sind wir bei fast 30 Dollar. Also da hätte AMC gerne warten können, aber es ist so, das ist das Prinzip des Greater Fools. Es gibt den Glauben, dass jemand noch blöder ist und zu noch höheren Kursen kauft, was die Erwartung dann schon wieder rational macht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwelche Deppen da draußen gibt, die bereit sind, höhere Preise zu zahlen, ist relativ hoch. Dementsprechend ist die Erwartung geradezu rational und genau das passiert. However, wenn wir uns jetzt wieder dem Gesamtmarkt zuwenden und den S&P uns anschauen, dann sehen wir jetzt das erste Mal seit dem März 2000, da war doch was, da ist so diese Super Rally dann plötzlich ein bisschen was weniger super gewesen. Jedenfalls, dass wir hier die sogenannte Real Earnings, also Gewinne minus Inflation plus Dividendenrendite, ist jetzt nur noch knapp über Null. Das hatten wir, wie gesagt, zuletzt im März 2000. Also es ist jetzt nicht so, wenn wir die Inflation mit einberechnen, dass Aktien günstig wären. Und jetzt kommt eben dazu, dass diese Inflation mögliche Gewinne der Unternehmen in Zukunft auffrisst, wenn sie dauerhaft ist. Deswegen ist dieses Thema ja so zentral für die Märkte. Und gleichzeitig sind alle long positioniert, wenn sie überhaupt positioniert sind. Diejenigen, die short positioniert sind in Aktien wie AMC, Hedge Funds, die werden gesqueezed. Also es gibt kaum mehr Short-Volumina. Das bedeutet, es gibt kaum mehr Potenzial für Short-Eindeckungen. Das
Könnte ein Problem werden, hier der Rydex Bull Bear Positioning Index, praktisch die bullische Positionierung auf extremen Hochs, die bärische auf extremen Tiefs. Hier oben sehen Sie den S&P 500. It had not a majority run. Schauen wir uns mal jetzt die Geschichte an, wie sie 2021 gelaufen ist. Wir haben hier Dogecoin, ja, nicht schlecht, 7.326%, GameStop nur noch 1.174%, AMC hat jetzt aufgeholt, Gott sei Dank, 940%, Bitcoin nur noch 39%, Tesla minus 12%, ARK von Cathie Wood minus 11%, der S&P 13% im Plus und abschließend vielleicht noch, um hier einmal die aktuelle Welt ein bisschen zu skizzieren. Wir haben jetzt die Situation, dass die Renditen für griechische Staatsanleihen, also die Risikoprämien, in Relation zu deutschen Staatsanleihen praktisch kaum mehr vorhanden sind. Das heißt faktisch, dass jetzt wir hier eine Vergemeinschaftung der Schulden haben, spricht nur keiner drüber, weiß nicht so richtig jemand. Also wir haften letztendlich für die Griechen mit und wir haften für die gesamte Eurozone mit. Das kann man ja machen, wenn es politischer Wille ist, aber man sollte es vielleicht auch mal sagen, damit den Leuten das klar ist und auch die Konsequenzen zeigen. Griechische Risiken sind nun de facto EU-Risiken, das heißt faktisch eben dann deutsche Risiken, könnte man überspitzt formulieren. Also das zeigt so ein bisschen die Manipulation der Notenbanken, die Gemeinschaftshaftung, die derzeit der Fall ist. Ich hatte gestern einen Chart gezeigt mit der erwarteten Schuldenentwicklung in den USA auf 140 Billionen Dollar steigen, während das BIP-Wachstum immer weiter nach unten geht. Genau das ist das große Thema derzeit. Das wird jetzt zugeschissen mit Liquidität, damit keiner merkt, wie desaströs eigentlich die Lage ist. Gut, na, wir wollen ja weiter gute Laune haben. Wir werden heute, oder ich werde heute das Markeflüster mit guter Laune hoffentlich etwas früher machen als sonst. Ich denke spätestens gegen 18 Uhr. Weil ich mich dann frühzeitig ins Wochenende entferne, wünsche ich jetzt Ihnen das Allerbeste. Erstmal 14:30 die Daten zu den PCE-Verbraucherpreisen, meine Damen und Herren. Das wird wichtig heute. Servus und ciao.